politische Strategie steckt hinter dieser Tattoo-Aktion oder war das tatsächlich eher als Scherz gedacht? Ich glaube nicht, dass das ein Scherz war, sondern das ist eine Form der Kampagnisierung, die natürlich aufregt, die eine gewisse mediale Verbreitung auch garantiert und die auch eines garantiert, nämlich den Koalitionspartner gegen sich aufzubringen und so wieder eine Diskussion um ein ganz, ganz zentrales Thema für die Grünen wiederzubeleben, nämlich das Thema Klima. Jetzt gab es allerdings sehr viel Kritik im Nachhinein für diese Aktion und auch nur 6 Leute haben sich tätowieren lassen. Haben sich die Grünen dann damit verscherzt oder das Team von Ministerin Gewessler? Also so wirklich abgehoben hat die Aktion nicht, wenn sich nur so wenige bereit finden und sich da quasi tätowieren lassen. Aber ich glaube, es ging vor allem um diese Provokation, um eben das unter Anführungszeichen wirklich mit Nachdruck da ein Thema in die Welt zu setzen. Denn wenn man nur unter Anführungszeichen wieder mal das Klimaticket beworben hätte, ohne diesen Aufreger dazu, dann wäre das nicht einmal eine Fußnote in den Medien gewesen. Und so kann man sich zumindest über eines freuen, nämlich über den Widerstand der politischen Kontrahenten. Und so kann man da natürlich indirekt schon auch wieder Zielgruppen ansprechen, die jedenfalls für den Klimaschutz oder für stärkere Maßnahmen in die Richtung zu haben sind. Ministerin Gewessler sagte eben, sie wollte mit dieser Aktion zielgruppenspezifisch sich für den Klimaschutz einsetzen. Wie viel Vorwahlkampf steckt da dennoch darin? Es ist genauso wie bei der ÖVP oder auch bei anderen Parteien, die schon mitten im Vorwahlkampf stecken, auch bei den Grünen so, dass man sich natürlich jetzt auch aufgrund der Tatsache, dass in der Regierung selber nicht mehr viel geht inhaltlich, gerade auch nicht beim Thema Klimaschutz, dass man sich deswegen sozusagen auf die Inszenierung verlegt, dass man versucht, so die eigenen Themen halt irgendwie in den Medien unterzubringen. Und insofern, ja, ist auch die Ministerin Gewessler da natürlich eigentlich schon mitten im Wahlkampf. Mit solchen Aktionen wollen die Grünen irgendwie hip wirken bei jungen Wählern. Gelingt das? Natürlich ist das ein Versuch, jetzt mal da auch in Richtung jüngere Zielgruppen zu kommen. Das ist schon klar. Und da gibt es Pro und Contra bei den Grünen. Einerseits hat man gar nicht so wenig durchgebracht in dieser Konstellation mit der ÖVP. Eben Stichwort Klimaticket, durchaus auch die CO2-Besteuerung. Das ist sicherlich auch ein Erfolg für die Grünen. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich gerade auch von Umweltaktivistinnen und Aktivisten massive Kritik an den Grünen, dass eben zu wenig weitergegangen wäre. Und insofern ist das ein zweischneidiges Schwert. Man versucht, die Dinge, die einem gelungen sind, die man doch der ÖVP abbringen konnte, jetzt mal neu und wieder zu inszenieren. Das Klimaticket ist ein perfektes Beispiel dafür. Aber natürlich weiß man schon auch, dass es einige Anspruchsgruppen bei den Grünen gibt, die da definitiv mit dieser Bilanz in der Regierung seitens der Grünen nicht zufrieden sind. Ministerin Gewessler wird auch als Spitzenkandidatin für die EU-Wahl gehandelt. Sie selbst bestreitet das. Für wie wahrscheinlich halten Sie das? Nun, es wäre natürlich schon etwas eigenartig aus Sicht der Grünen, wenn man da jetzt eine Ministerin, wenn die Nationalratswahl im Herbst bleibt, muss man sagen, wenn es davor ist, ist das vielleicht was anderes, wenn man die dann quasi auf die EU-Ebene hebt. Natürlich hätte sie die Bekanntheit, das wäre sicherlich ein Vorteil für die Grünen, gar keine Frage. Ist auch schon über eine Spitzenkandidatur bei den Nationalratswahlen spekuliert worden, aber das wird wohl wieder Werner Kogler. Also insofern ja, von der Bekanntheit her wäre das natürlich ein guter Schachzug für die Grünen, allerdings wäre das dann natürlich ganz schwer vereinbar mit dem Ministerjob und dann müsste man schon sich etwas verrenken und da eine Neubesetzung wenige Monate dann vor der Nationalratswahl im Klimaministerium durchführen. Zusammengefasst, eine gelungene Aktion, um Aufmerksamkeit zu erzeugen oder doch eher ein Flop, was meinen Sie? Das war eine typische PR-Aktion, wo nicht viel dahinter ist, aber man hat eben die Logik, die Medienlogik beachtet, indem man ein Aufregerthema gesetzt hat und vor allem auch den politischen Gegner provoziert hat, so wie es umgekehrt in den letzten Wochen ja auch einige Male vorgekommen ist.